Du willst jetzt durchrennen. Du bist jetzt auf der Lava fast. Was? Dreh um, ja. Ich sehe nichts. Naja, nicht. So ein bisschen. Streng dich an. Neue Folge von Höhen aus Salz. Aus Maul zu kriegen, das macht so viel Spaß. Abonniert Hand auf Blatt. So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Heute in der Jubiläumsausgabe, denn der großartige und einzigartige David Hein ist heute zu Gast. Ich bin es. Hallo, guten Tag. Und er ist Eintracht Spandau-Fan. Ja, wir haben eben schon darüber geredet, was David denn so von diesem Format überhaupt weiß. Man sagt wüsste. Wüsste? Ja, das wurde jetzt geändert. Und, er ist up to date. So, man spielt, wenn man stirbt, wird man bestraft. Mhm. Ich aber nicht. Du nicht, es sei denn, du möchtest das. Donny wollte das. Okay, warum? Ich weiß nicht, ich glaube, er wollte da so dieselbe Experience haben. Genau, selbst? Du hast schon den Zettel mit den möglichen Strafen, die kommen können. Es gibt zum Beispiel ein Tweet mit dem Inhalt einer vorbereiteten Liste aus Unpopular Opinions veröffentlichen auf Twitter. Okay. Das wäre zum Beispiel... KuchenTV hat geile Arbeit geleistet. Oder die Harry Potter Filme sind eh immer besser als die Bücher. Oder Star Wars Episode so und so ist overrated. Also wir haben... es gibt keinen guten Disney-Film. Wäre schon Hammer, wenn du... nee, oder Puddinghaut, größer Pudding. Nö, das muss ich tweeten. Also, es geht hier um mich. Okay, ich habe Twitter auch gar nicht auf dem Handy, ich kann das gar nicht machen. Aber okay, ich habe es verstanden. Genau. Gut, ansonsten, inhaltlich... Wo bist du? Genau, ich bin vor Dranglake... Castle. Ich habe zwei richtig heftige Schwerter, Digga. Ich sehe. Und zwar das Großschwert und das ist vom Typ ein Ultra-Großschwert. Ja. Aber es heißt Großschwert. Und die kann man zwei Hände? Die habe ich gepowerstanced, genau. Aha. Und ich habe noch den Drachenreiterbogen, das ist so ein Boss-Drop. Mhm. Vom Drachenreiter wahrscheinlich. Richtig. Und ich habe das Zeldora-Set. Ja. Aber die Narrenhandschuhe, weil die Sachen geben ein mehr Seelen. Ah ja, verstehe. Genau. Und das Witzige an diesem, achte mal auf die Ausdauer. Ich schlag jetzt zweimal zu. Okay. Und ich kann dann nicht mehr rollen. Ja, okay. Ich glaube, du fat rollst sowieso nur, oder? Nee. Doch. Nee, das ist tatsächlich, bei Dark Souls 2 ist es so, es gibt nur zwei Rollen. Ach so, da gibt es keine Mid-Rolls? Nee, genau. Es gibt die unter 70% Belastbarkeit und die über 70%. Und ich glaube, bei 100% kannst du gar nicht rollen oder so. Oder. Aber Light-Rollen kannst du... Das hier ist die schnellste Rolle. Das ist die schnellste Rolle? Oh, so, und jetzt, ich habe lange kein Dark Souls. Ja, jetzt, ich muss mich auch erstmal... Also, es ist ein anderes Game. Pass auf. Aha. Es gibt hier den Wert Anpassung, den man skillen kann. Ja. Und der erhöht unter anderem auch die Iframes während einer Rolle, egal welche Rolle du hast. Ist das nicht in Elden Ring aber auch bei irgendeinem Wert so, dass du... Das weiß ich nicht genau. Nee, wobei, ich glaube, die Light Roll erhöht einfach nur die Iframes. Ja, richtig. So ist auch bei Dark Souls 1 und bei 3 wahrscheinlich auch. Hier kannst du die Iframes manuell bearbeiten, ja? Genau. Die schnelle oder, also die Fat Roll oder die schnellere Rolle hier, die geht einfach nur weiter. Also die schnellere hat einfach nur mehr Distanz, die sie zurücklegt. Aber Iframes machst du halt mit dem Anpassungswert. Ja. Den habe ich jetzt schon quasi auf dem Cap. Gibt noch einen Softcap, glaube ich. Aber ja. Das heißt, du spielst rein Stärke? Ja, ist Stärke. Komplett Stärke. Interessant. Ja, ohne Beschwörungen. Genau. Ohne Beschwörungen. Gab gutes Hin und Her. Nee, aber ich muss doch erstmal rein. War das bei Dark Souls 1 so, dass du bei jedem Boss theoretisch beschwören kannst? Nein, oder? Ich glaube nicht bei jedem, aber du konntest schon auch bei einigen einen Boss. Ich glaube bei Quelak einmal und bei dem Ziegentyp mit den beiden Schwertern. Nee, bei dem Ziegentyp eben nicht. Da wäre auch gar. Also ich glaube, da ging das gar nicht. Ach echt? Aber bei den meisten schon. Okay, dann war ich wahrscheinlich immer undead und habe das gar nicht gereilt. Das kann gut sein, ja. Ja, jedenfalls habe ich hier das einfach. Ne, weil mein Anspruch ist ja, okay, dieses Format bumst mich. Und dementsprechend nehme ich auch alles, was geht und abuse alles und versuche, ne? Sehr gut. Aber ich habe dann irgendwann gereiht, okay, in Dark Souls 2 sind die Beschwörungen ja wirklich nur als Hilfe gedacht. Also ist ja auch fast nicht was. Nickelback ist die beste Metalband aller Zeiten. Das ist doch keine unpopular opinion. Also entschuldige mal. This is how you remind me. Achso, eine Sache noch. Ich habe ja ein Estus Flakon. Ja. Wie sprichst du es aus?
Ich sag Estus Flask. Okay. Ja, Flakon. Flakon ist aber richtig. Flakon, ja. Okay, ich habe immer Estus Flakon gesagt. Flakon, ja. Nee, das ist sehr falsch. Und, danke, und in der letzten Folge war es beispielsweise Wurstwasser. Und immer wenn ich trinke, muss ich auch trinken. Darf ich kurz selber riechen? Pass auf. Nach dem ersten Mal trinken, darf ich raten, was es ist? Ah. Ist in diesem Umschlag. Und wenn ich richtig geraten habe, darf ich einmal rerollen. Ah ja, okay. Ja, haben wir auch neu als McKenna. Ah ja, ja, schön. Ja, okay. Wenn Alkohol drin ist, sag Bescheid, dann hätte ich gerne auch eine Strafe. Nee, Alkohol bisher nicht. Wir hatten da so krasse Scheiße. Wir hatten einmal, wir legen gleich los. Wir sind zwei erwachsene Männer, die sich unterhalten müssen. Richtig. Kaffee, Sahne, Red Bull, Cola. In einem. Ja, ja. Mhm. Was war das noch? Boah, das war, ich glaube, es hieß eine, also es waren vier Sachen, die gar nicht zusammengehören. Okay. Und ich habe fast, also ich habe richtig, ja, ist auch egal. Ich gehe jetzt hier rein. Das ist, du meintest schon vorhin auf WhatsApp, also bist du im Late Game, aber bin ich gar nicht. Bist du nicht. Aber ich merke schon auch in der Story, es wird immer wieder darauf hingewiesen, der König von Dragon Lake, ich soll den boxen. Ich glaube, also der, ich, es ist Jahre her, seit ich den zweiten gespielt habe. Wie findest du ihn den? Ich mochte den von allen am wenigsten, muss ich sagen. Genau deshalb habe ich den auch als einzigen nur ein einziges Mal durchgespielt. Und dann war die Nummer für mich auch durch, weil ich viele Gebiete nicht so geil fand. Die Bosse, das war so all over the place. Und gerade im Endgame, finde ich, da sind so einige richtig beschissene. Warst du schon bei diesem, ich glaube, das ist der Archdragon, so der Erzdrache, so ein riesiger Drache, warst du da schon? Ich glaube nicht. Das, also, ich habe gehört, im DLC sollen die Bosse richtig fies werden. Aber generell sind die Bosse recht banal, finde ich. Also ich glaube, im Vergleich zu den Mechaniken, die man jetzt heute kennt, du hast ja Dark Souls 3 noch nicht gespielt, ne? Nee. Aber vieles, was du jetzt in Elden Ring ja auch erlebt hast, ja, das ist ja das. Ist ja voll krass. Genau, ist ja so eine Kombination aus den letzten Jahren, so aus Sekiro, aus Dark Souls 3 und aus Bloodborne. Und das haben sie so zusammengemischt. Deswegen bist du so auf dem aktuellen Stand, wie die Bosse bei From Software sind. Und wahrscheinlich wirken dann die alten Bosse so richtig träge. Ja, 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 voll. Tatsächlich mit der Ausdauer, klar, das ist wegen den Schwertern, die sind halt einfach heftig und brauchen viel Ausdauer, aber es ist auch generell in Dark Souls 2 so, dass du oftmals gar nicht ausweichst, indem du rollst, sondern einfach indem du zur Seite gehst oder hinter den Gegner gehst, während der ausholt. So, ich gehe jetzt hier einfach mal rein, guck, was passiert. Da hinten stand schon die Feuerhüterin und meinte, du bist noch nicht so weit, du kriegst auf die Schnauze. Ja, also die Treppe sagt mir nichts. Ich glaube, das ist kein Boss, keine Boss-Area. Ja, da oben steht auf jeden Fall ein Hanswurst. Ja, aber der wird jetzt gleich runterrufen und sagen, hey, hallo. Schau, halt, stopp! Ja. So, Andreas. Entschuldigung, ist mein Haus. Who are you? David Hein und... Ja. Aha. Okay, den Namen Vendrick kenne ich. Ich soll ihn boxen. Okay. Rein. His Highness. Where has he gone? Sie? Hä? You are a guest of our castle. I am the Chancellor. Do you seek an audience with my lord? Ja, ich will boxen. Erst beten und dann, er ist nicht da. Was hat er? Fieber? Die Königin hat ihn genommen. Mama mia. Klar. Hey, vielleicht haben sie sich gerade erst kennengelernt. Die vier Könige? Ich glaube. Aber hast du nicht die im ersten Teil die Four Great Ones gevanquished? Ja, aber es waren ja quasi die... Ich habe keinen Plan, mein Lore bei Dark Souls. Ja. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Und es kann ja sein, dass er auch so ein Geist ist aus alten Tagen und gar nicht so stand auf dem aktuellen Stand ist, dass er ein bisschen dumm ist. Das heißt, der steht da schon eine Weile und denkt so, oh Mann. Alles ist super, Mann. Wir sind hier nur im Riesenkrieg, König aber Wendrick ist alles schon lange vorbei. Dabei wartet König Wendrick seit Jahren auf eine Audienz. Auf ihn. Weil, ja, auf mich, auf dich. Auf den Kanzler. Ja. So, also, ich schaue mich hier unten jetzt mal. Kommt denn keiner hier rein? Ach ja, der Kanzler ist tot. Da oben war eine Tür, da bist du nicht durchgelaufen. Oh. Ja, die Burschen kenne ich. Achso, du hast kein Schild, sehe ich. Oh. Gut. Ja. Fernkampf? Ui. Der hat ein... Oh, what? Das ist wie die... Auch ich hau auch gerne mal gegen die Wand.
Ich glaube, mich zu erinnern, war Dark Souls 2 nicht das Spiel, wo die Hitboxen am meisten broken waren von allen Teilen? Ich bin mir nicht so sicher. Also sein Schild ist schon ein bisschen gut, kann man sagen. Oh, und seine Laserpike da ist aber auch sein Zahnstocher. Also ich kenne die Jungs. So, jetzt muss ich gleich trinken. Hast du gesehen, wie langsam das geht und wie langsam das... Ja. Ich bin mehr gestorben dadurch. Okay, ich glaube, ich muss um ihn rum. Sonst wird das nichts. Nee. Das, so wird es auch nichts. Aber das ist ziemlich eng hier. Kannst du Sprungattacke jetzt machen? Vielleicht? Nee, man kann nicht springen. So. Ah ja, stimmt. Man kann ja stimmt. So, ich muss es einmal trinken. Warum? Weil ich getrunken habe. Ah, ach so. Und, ach, jedes Mal, wenn du trinkst, trinkst du. Ja, willst du mal riechen? Was? Das wie Spülwasser? Hm. Ist gar nicht so schlecht. Ja? Könnte Ginger Ale sein. Lass mich mal auch mal hier jetzt. So, jetzt müsste ich raten. Gott, das ist ja alles. Da ist alles drin. Ja, wir mischen nicht mehr. Ich, können wir mitraten? Soll ich mitraten? Ja, gerne. Also, was wäre dein? Müssen wir uns halt committen? Da ist auf jeden Fall was Orangiges. Ist es. Könnte Sprite? Das hier sein? Sprite? Das? Ja, stimmt. Ginger Ale? Ja, Ginger Ale wäre eine Option. Steht aber, ja hier neben denen. Aber auch was. Haben die, ist hier Fanta? Nee. Oder Sprite? Nicht, nee. Also, ich würde Ginger Ale. Nicht sagen. Nur Ginger Ale. Ja, das stimmt schon. Also, schmeckt schon ein bisschen komisch auch. Ist das vielleicht Club Mate oder so? Club Mate und Ginger Ale. Genau, lass Ginger Ale und Club Mate gehen. Ich glaube, die mischen nicht mehr. Die mischen nicht mehr? Ja, aber es war teilweise ein bisschen übertrieben in Bezug auf den Magen. Aber es gibt ja keine rote Club Mate. Es gibt keine rote Club Mate. Nee, das ist Lebensmittelfarbe. Ist immer das rot. Aber, das ist aber nicht. Also Club Mate schmeckt, wie ich finde, wie ein Aschenbecher, in den man Wasser reinlaufen lässt. Ja, hatte ich vorletzte Folge. Ist ja wirklich widerlich. Genau, aber das ist keine Club Mate. Nee. Also ich würde jetzt einfach mal sagen Ginger Ale, aber ich glaube, ich komme sonst eh nicht drauf. Was sagst du? Ich sage die Kombination aus beidem. Tonic Water. Ja, okay, alles klar. Das soll Tonic Water sein? Ist aber so süß. Ist das für eklig? Es gibt ja super viel unterschiedliche, keine Ahnung. Okay, also was war. Hier sind jetzt überall Wachmänner, ja? Genau. Kommst du in die Tür rein? Ja, ich guck mal. Aha. Das ist eine Mimik. Nein, ist sie nicht, weil die hat keine Schlösser dran. Aha. Aber es könnte jetzt eine Armbrust rauskommen und mich abknallen oder so. Es gibt auch Traps. Ach, okay. Und das ist nice. Edler Knochenstaub verbessert die Qualität der Flakons. Also, dass sie mehr heilen. Okay. So, werden die jetzt alle lebendig? Ich vermute... Guck mal lieber nach... Guck mal nochmal nach rechts. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht auch... Nee. Also, wenn ich treffe, ist halt wirklich... Ich habe die auch wirklich auf der höchsten Stufe. Ja. 10 ist hier die höchste Stufe. Aber du bist ja so krass langsam. Also wenn du bei den schnellen Bossen ankommst oder bei denen, wo viel Ausdauer... Also es gibt dann später auch so Gank-Bosse. Naja. Was denkt der sich denn? Ich würde gern von war hinten. Er das? Nee, ja. Geh nicht zu weit. Ja, ich würde gern drum. Drumherum. Das ist ein Tanz. So nehme ich. Jetzt muss ich wieder trinken. Also mein Problem ist, ich habe mich in der letzten Folge hier hingefaltet und es gibt kein Leuchtfeuer. Ich habe jetzt nur noch 2. Tonic Water mag ich halt gar nicht. Nee? Das heißt, ich mag ja auch keinen Gin Tonic. Ah, okay. Ja. Aber Gin Tonic ist, glaube ich, das einzige Getränk, was so bei Allergieproblemen hilft. Ja, generell Gin, ja. So, der müsste safe. Ja, geh ran. Ich würde allen in die Fresse hauen. Ja, so richtig unfair, ne? Hinter dem Schild zu verstecken. Ja, ich finde das auch nicht gut. So, jetzt was hier? Das ist der Endboss. Vendrick sitzt da so in der Ecke. Ich dachte so, ich... Hey, bist du Kanzler? Okay, der sieht natürlich sehr... Gibt ja auch hier die Lehmsteine, die langsam... Und was musst du dann machen? Muss ich dich mit Steinen bewerfen? Das wäre auch sehr lustig. Immer wenn Lehmstein ist... Nee, die Leute hatten eine Idee, ich kann ja immer so Bohnen essen in allen Geschmacksrichtungen. Leute, ich bin gerade Nee, Junge. Überfrech. In dem Moment, wo ich auf die Leiter steige, ne?
Ich one-hit halt fast alles. Ist schon sehr geil. Du bist ein geiler Typ, ey. Danke. Krass. So. Da können sich einige Gamer nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ja, wirklich. Also da denke ich auch immer. Ach du Scheiße. Okay. Das sieht gar nicht gut aus. Die sehen aus wie beim Kacken. Das sieht aus wie ein Spießruder. Und jetzt alle! Kacken! Aber, gemeinsam. Aber Commander, ich kann nicht. Ich war. Und dann wurden sie versteinert. Mhm. Denn wer nicht auf Kommando scheißen kann, der muss. Der ist König Vendrix nicht wert. Ach du Scheiße, Junge, was ist denn das? Ich erkenne gar nicht, was er. Ja. Ich glaube, das hier ist ein Bossraum, auf jeden Fall. Das ist nicht schön, wenn du nur zwei Flakons hast. Mein Junge, ey, die nerven so. Sprungattacke, Max, Sprung. Geh nicht. Aber du, das ging doch vorher, dass du so mit Rennen und. Es gab ja eine Sprungtaste. Hm. Ich würde dich nicht nerven, aber ich würde Sprungangriff machen. So, das ist gut. Oh Mann! So! Die großen Jungs waren jetzt auch auf? Glaube nicht. Ah ja, okay. Das ist nämlich der Bossroom vom König. Das Krass. Ist der Endgegner. Aber ich kann gut sein, dass du tatsächlich noch eine ganze Weile nicht mit dem Endboss zu tun hast. Ja, es gibt auch so, ich habe jetzt, ich habe jetzt zwei so Becken entdeckt, die mich wegteleportieren. Da sind dann so Gräber und eine riesige Eisentür jeweils und da komme ich halt auch noch nicht rein. Ah, okay. Mhm. So. Ich muss gestehen, bei Dark Souls 3 und Dark Souls 1 kann ich zu jedem Zeitpunkt, also wäre ich jetzt hier dazugekommen, würde ich sofort wissen, wo du bist. Bei Dark Souls 2... ich glaube, es wird hier jedem Gast so gehen. Weil niemand sagt doch, das ist der geilste Teil, den habe ich nur gespielt. Ja, ich glaube, es liegt wirklich auch so ein bisschen, also es gab viele Kritikpunkte, aber das Leveldesign war nie so schön. Und was halt auch jetzt bei Elden Ring ja so gut funktioniert, ist, du guckst irgendwie irgendwo hin... Da kommst du immer hin. Und du merkst so... Das kann ich mir merken. Das ja, ist so du hast so diese Fixpunkte auch. Genau. Hier ist es so, ich bin in eine riesige Mühle gegangen, war alles verseucht. Dann besiege ich da irgendeine maulende Myrte in ihrem Giftbecken. Dann gehe ich weiter durch den Raum durch, gehe in den Fahrstuhl, der fährt hoch. Immer noch in der Mühle. Ja. Und auf einmal komme ich bei einem Vulkan an, der weit und breit nicht zu sehen war bei der Mühle. Und bin dann in einem wohl in der Area von einem versunkenen Schloss in Lava, das durch die Erde durch versunken ist, bis zu einem Lava-See. Also es macht gar keinen Sinn. Ja. So. Ich erinnere mich auch. Und dann bist du die wachen noch alle jetzt auf. Unter der Erde, und die Schlösser sehen alle gleich aus. Ja, ist halt natürlich super unfair, ne? Du gehst dann nur so lang und willst mal gucken, was so los ist und dann... kommt der da mit seiner Pike. Ja, das sind Räudige. Aber der hier gibt es gar nichts im Raum, oder? Ich weiß nicht. Okay, das klang wie vier. Das sind drei. Ja, dann enger Gang immer gegen mehrere, ne? Ach, die haben keinen Bock. Ja, dann. Ins Gesicht. Ach, da war noch einer. Was, wo? Der links dahinter. Von mir. Der lebt ja noch. Okay, wir trinken mal einen. Gleich, ich mach die kurz fertig. Hau rein. So. Aha. Aha. Ich sehe hier aber keine Tür. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob du diesen Raum machen musst. Ja, vielleicht, wenn ich alle besiegt habe. Dass dann eine Nachricht kommt, so Gratulation, Hand of Blood. Hier gibt's nichts. Ah, guck mal, nee, da hat was geleuchtet. Warum? Da geht eine Tür auf. So, nämlich. Hast du dagegen geschlagen? Herr Hein. Hast du gegengeschlagen? Oh mein Goodness. Ah, die Ruinenwächter. Das war mal ein Boss. Ja, ich weiß. Ich trinke gleich. Sprungattacke. Ja, aber mit deinen plus 10 Großschwertern der Freude. Hau rein. Mach ihn so, weg. Jetzt. Ui, die Hälfte weg. Die Schwerter hätte man direkt zum Anfang des Spiels haben müssen, ne? Ja, vor allem in dem Bossfight sind es ja drei so eine Typen. Tatsächlich. Weißt du ja, weil du ja Dark Souls 2 Experte bist. Also deswegen hast du mich eingeladen. Richtig. Was ist denn so dein Lieblings-Dark Souls-Teil? Also nicht Souls-like, sondern... Also, ehrlich gesagt, also wenn man Elden Ring und Bloodborne nehmen wir raus, ja? Ja. Ja, da kommen diese Riesentypen raus.
Guck mal, da ist schon wieder einer. Ah, hoffentlich kommt der andere dahin nicht. Schön gebacksteppt. Wack. Also der erste war natürlich so. Der mich am meisten fasziniert hat. Den hast du den zum Launch gespielt? Mhm. Hattest ich, du ich hab, wegen Demon's Souls schon auf dem Schirm? Es war so, dass ich damals, ich habe ja damals noch als Spieleredakteur gearbeitet und wir wurden eingeladen nach Dubai. Ja, so war das damals als Spieleredakteur. Wir haben 3 Tage in Dubai in der Sonne gelegen, in dem größten Wasserrutschenpark Dark Souls der Welt. Und dann haben die uns Dark Souls gezeigt und die Ankündigung war, her, wir haben ehrlich gesagt nicht so krasse Spiele, war Namco Bandai, hat so das ganze Line-Up gezeigt und Dark Souls wollte niemand sehen, niemand, weil es war total uninteressant. Der größte Hit war, ich glaube, Ace Combat 5 oder so und ich hatte einen Test aber gelesen zu Demon's Souls vorher bei 4Players und da stand drin, das ist so krass schwer und ich dachte so, warum, wer will denn so schwere Spiele spielen? Ne? Ist doch, was war damals die Zeit, wo man bei der Wii nur eine Taste drücken musste und dann ist der Boss besiegt gewesen. Da gab es ja so eine Skip-Funktion. Und dann bin ich da rein in die Präsentation, die haben mir das gezeigt, glaube ich, Sense Fortress. Und ich dachte so, geile Scheiße. Takeshi's Castle habe ich immer gesehen. Ja, genau. Und dann kam das Spiel raus bei unserer Redaktion an und ich hatte, glaube ich, damals die erste Version bekommen. Das heißt, bevor es irgendwie gehypt ist, habe ich völlig blind, ohne dass es irgendwelche Wikis oder so gegeben hätte, habe ich das das erste Mal irgendwie erleben müssen. Und das war das Krasse. Es gab keine Guides, es gab keine Streamer, die dann schon irgendwas gespoilert haben. Und das war eine krasse Erfahrung. Weil ja, und es gab ja noch nicht diese krasse Reddit-Community, die sich alles gegenseitig erklären. Es war so, auch absolute Verwirrung, weil dieses Quest-Design, ne, wo man nicht weiß, so, warum ist denn der jetzt tot? Aber, also, ich glaube, bei dem Quests sind ja hier. Du musst ja studiert haben. Ja. Physik. Was ist mit ihm jetzt? Und bei dem Anspiel-Event habe ich damals in der ersten Burg den Händler getötet. Und der ist ja super wichtig, weil du ja. Das habe ich auch in meinem ersten Run gemacht, ja. Dieser Schmied, ne? Ja, wusste ich nicht. Und dann ist der plötzlich weg und das, wow. Aber von den Dark Souls-Titeln ist der dritte meiner Ansicht nach natürlich der qualitativ beste. Würden vielleicht so ein paar Hardcore-Fans sagen, nee, der erste ist besser, aber der zweite ist auf jeden Fall der schwächste. Aber würdest du sagen, der zweite ist ein schlechtes Spiel? Nee, aber es gibt ja mittlerweile ganz viele Souls-like-Kopien, auch sowas wie Lords of the Fallen oder The Search. Mal ist eins besser, mal ist eins schlechter. Wie ist dieses Ding, wo du so zu Stein werden konntest? Mortal irgendwas? Shell? Mortal Shell. Wie hieß das nochmal, wo du die ganze Zeit tote andere Spieler herausforderst und deren Equipment dann kriegst? Das hatte ich hier mal auch so asiatisch angehaucht. Aha. Und dann hat auch 2 Teile, glaube ich, oder 3 sogar. Und du hast halt auch diese Symbole auf dem Boden, also Blutflecken, wo Spieler gestorben sind. Mhm. Und die kannst du anwählen und dann kannst du die auch herausfordern. Ist dann eine KI. Neo? Ja. Neo. Ah, ja, okay. Wie findest du das? Das finde ich fantastisch. Den ersten Teil fand ich besser als den zweiten, aber ja, ich Dark Souls 2 sehe ich so auf einer Stufe mit so Sachen wie Lords of the Fallen. Also wie jemand, der Dark Souls gespielt hat, dachte, kann ich auch und dann merkt in der Entwicklung, ah nee, kann ich doch nicht. Weil das ist der Teil gewesen, bei dem Miyazaki, der Chefentwickler, nicht mit beteiligt war. Das hat ein anderer Chef gemacht. Ja, ja, cool. Also ich mag's, ich finde es ganz cool. Ja. Aber hätte ich jetzt in der heutigen Zeit die Auswahl, so was ich spiele, Dark Souls 1 oder Elden Ring, das sind ja meine bisherigen Vergleiche, oder Neo habe ich auch gespielt, aber nur angespielt. Ja, dann wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so. Aber es gibt, also es ist auch anders, ne? Also was ich vorhin meinte mit den iFrames, dass sie gar nicht so über jetzt die unterschiedlichen Rollen kommen, sondern über einen bestimmten Stat. Da gibt es so mehrere Sachen in dem Game, die halt einfach anders sind. Mich stört halt mega, ich spiele parallel privat Elden Ring und da oben haue ich 2-mal zu, die Ausdauer ist weg und ich kann nicht dodgen. Auch die, ich glaube, ich könnte gar nicht mehr durch die Welt manövrieren ohne Pferd. Das ist so krass in Elden Ring, das macht so Spaß und gibt ihm so eine schöne Komponente. Obwohl ich halt das Level-Design in den Souls-Titeln, ne, ich liebe das, du siehst irgendwo eine Burg, denkst so, hä, wie komme ich da hin? Dann spielst du 3/4 Stunde, öffnest eine Tür, stehst wieder im Anführungsgebiet, denkst so, wow, und dann ist da plötzlich ein Fahrstuhl und dann fährst du zu dieser Burg und alles macht irgendwie Sinn. Okay, wie machen wir hier weiter? Also die beiden Riesen haben jetzt eine Lampe angemacht, ich kann jetzt hier wen beschwören. Ja, warum? Aber das ist halt so das Ding. Ich glaube, das, also eigentlich sind das nur Hilfen immer. Wahrscheinlich dann gegen Vendrick. Wahrscheinlich ist dieser Raum dazu da, sich diese Hilfe zu organisieren. Ah, okay. Weil wenn man hier alles cleart, gehen die beiden Lampen an. Und dann hat man eine Hilfe für Vendrick. Das kann gut sein. Okay, so, dann gehen wir jetzt erstmal wieder. Warte, was war hier hoch? Ja, genau, aber hier. Ah, nee, hier komme ich her, genau. Dann mal da, ja, dann gehen wir jetzt hoch.
Da war ja oben noch, wenn du hinter dem... Altkanzler. Ja, der Altkanzler. Der ist ganz schön. Der wurde durch die Arbeit halt ausgehöhlt. Was ist denn jetzt schon wieder? Der ist wieder da. Achso, du hast ja am Leuchtfeuer... Ruhe! Gesehen. Ach du Scheiße! Na gut. Ja, da wird er direkt... Er kommt rein und denkt so... It's geil, fine, aber nothing is fine. Es war halt wirklich... Okay, der Zahnstocher aus Freude, der Freude. Komm mal mit raus. Bitte. Auch interessant, 35.000 Seelen. Hast du Spaß auf irgendwas? Genau, ja. Man kann nicht an den Feuern leveln. What? Echt nicht? Ach, du musst in die Stadt, ne? Ja, ja, man muss immer zu der Feuer. Ja, genau, zu der Feuerhüterin. Ja, das finde ich. Stimmt, ja, das war in 3, glaube ich, auch noch so. Also man verliert dadurch halt wirklich mehr Seelen, ne? Weil man ja auch faul ist. Ja, ja. Aber man kann von Anfang an überall hinreisen, von jedem Leuchtfeuer. Stimmt, das war so eine, glaube ich, so eine kontroverse Entscheidung im zweiten Teil. Okay. So, ich gehe da mal hier lang. Ja, diese Türen sind... Waren es die? Nee, ist eine andere. Ah ja. Ja. Okay. Servus. Ja, die sind ja nicht zu Hause, Servus. Hat er ja gesagt. Ja. Ja. Aber auch so als Thronraum würde ich sagen, also wenn ich da König wäre, würde ich sagen... Wäre ganz schön langweilig. Gut. Also vielleicht hier noch so ein Flatscreen. Ja. Oder hier so von oben kannst du runterrollen so mit dem Beamer. Schaukel da oben vielleicht so. So ich was. Mein, Königin ist halt auch am Start. Was, da würde ich keine Zeit verplempern. So, gibt's ja irgendwie... Mach mal, schlag mal dagegen, vielleicht invisible. So, übrigens, das kriegst du wahrscheinlich gar nicht mit. Worüber ich mich richtig aufrege, wir spielen nicht online gerade. Mhm. Deswegen sind ja auch nirgendwo irgendwelche Zeichen, Nachrichten oder so. Die Online-Server gehen seit dem 2. Februar nicht mehr von allen Dark Souls-Teilen. Warum? Weil es irgend so einen Trick gab. Irgendwas war abusive, dass du über Online andere hacken konntest. Also durch die Endgeräte. Ja, krass. Und dann haben die halt alles erstmal ausgemacht. Dann kam Elden Ring. Haben sie vorher ein Statement veröffentlicht. Von wegen, ja, nach Elden Ring kümmern wir uns drum. Aber haben nie gesagt, wann. Ja. Und jetzt sind einfach seit... Bald 3 Monaten, die Server offline. Und es gibt seitdem keine Kommunikation mehr. Bei allen Dark Souls, auch Teil 3 wird doch voll viel noch gespielt. Ich glaube, ja. Oder auch 1 ist ja so sehr... Es gibt ja, also ich meine, die Leute, die gerne Charaktere beschwören, um Bosse einfacher zu machen, die stehen ja dann wirklich voll im Regen. Ja, oder auch, es gibt eine richtige PvP-Community, so, die halt sich an Orten immer treffen. Gut, jetzt ist natürlich Elden Ring so ein bisschen... Ich gehe zum Leuchtfeuer und teleportiere mich weg. Ist natürlich Elden Ring Trost. Aber das haben wir jetzt auch langsam alle durch. Weißt du, wohin du teleportieren kannst? Also in welches Gebiet, wo... Genau, ich will jetzt erstmal leveln. Also das Spiel ist ja riesig. Hm. Und ich bin jetzt im frühen Midgame, sagt man mir. Okay. Das Ding ist, hier sind alle Leuchtfeuer aus dem jeweiligen Gebiet. Genau, ich will jetzt erstmal nach Majula. Das ist eine skurrile Technik. Die Menüführung fand ich am Anfang ganz cool, aber dann habe ich festgestellt, dass du kannst beispielsweise, nur ganz kurz einmal, wenn ich jetzt, kannst du ins Inventar oder Ausrüstung. Mhm. So im Inventar kann ich halt mir auch hier alle Waffen angucken. So und dann stehen da aber nicht, also da steht ja nicht, wie viel Stärke brauche ich. Ja. Es geht einfach nicht. Dafür muss ich auf Ausrüstung gehen, einen Slot auswählen. Und dann steht es hier im Ansichtsfeld. Also das ist voll weird. Ja, das hatte ganz viele Kinderkrankheiten, muss man sagen. Die Souls-Reihe ist ja da so ein bisschen für auch bekannt. Also dass es jetzt irgendwie so lange auch gedauert hat, bis das Spiel mal eine Map hat. Und dann braucht es einen Patch bei Elden Ring, bis man da daran oft gesehen hat, wo die ganzen Quest-NPCs zum Beispiel stehen. Die ja dann auch zum Teil, du redest ja, die hauen ja immer rein. Die ja, dann ganz woanders. Und wenn man dann, es reicht ja manchmal, wenn du einfach nur neu lädst, dass die dann woanders hin. Es gibt diese eine Dame da. Rani? Bei Elden Ring. Es ist irgendwie so eine, ey, rette meinen Vater, der ist da unten in der Burg. Ich so dahin, so am Retten, komm zurück, liegt sie da halt so tot rum. Und ich dachte, ja okay, das ist jetzt aber jetzt nicht cool. Also weil ich habe geholfen und dann stirbt sie mir da weg. Warum? Was soll das? Ja, frage ich mich, ob man das verhindern kann. So, definitiv. Pass auf. Kennst du den Schmelzer-Dämon? Ja. Ach, okay, das finde ich. Also, du kannst dich ja wahrscheinlich nicht an alle Bosse erinnern. Aber der Smelter-Demon ist, glaube ich, der, wenn du am Eingang reinkommst, das machen Speedrunner immer ganz gerne. Da gibt es so einen kleinen Gang, das ist ja so ein Rondell, wo er steht. Ja. Ne? Und dann kann man an der Seite runterfallen. Man kann den so triggern, dass er selber auch runterfällt.
Nee, das ist der Drachentöter oder Drachenreiter. Der ganz am Anfang, ne? Ja, der in diesem Leuchtturm ist. Ja. 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 Nee, der Schmelzer-Dämon, der sieht ungefähr... Hast du den noch nicht gemacht? Doch, doch. Erzähl ich gleich die Story dahinter. Der sieht ungefähr so aus. Nur riesengroß. Ja, 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 okay. Mhm. Ja. Den habe ich mit einer Beschwörung gemacht, die für eine Quest... also es gibt ja auch diese Questreihen, dass man sich die ruft, die Leute, die man hier auch trifft. Ja. Und wenn man die Quest durch hat, geben die einen Waffen, Ausrüstungssets, was weiß ich. Habe ich da gemacht. War ein Skandal. Skandalös. Und die Leute haben vorgeschlagen, nach einigen hitzigen Diskussionen, dass ich da ja mal das passende Leuchtfeuer... Es gibt ja dieses Asketenleuchtfeuer. Mhm. Man kann Sachen verbrennen, zum Beispiel Asketenleuchtfeuer, und dann kommt man nur in diesem Gebiet, also dieses Gebiet, wo das Lagerfeuer, das Leuchtfeuer ist, wird dann zu New Game Plus One. Ah. Mhm. Das heißt, die Bosse respawnen, geben anderen Loot. Das fand ich super interessant. Ja. Und der Vorschlag war, ich kann das ja mal in einer Special-Folge nachholen, dass ich den nochmal mache, ohne Beschwörung. Ja. Und der ist aber hart. Ja, und dann New Game Plus One. Okay, das ist dumm. In dem Format, wo du dich selbst bestrafst, wenn du stirbst, ist es nicht klug, den Smelter Demon zu machen auf Plus One. Aber gut, vor allen Dingen mit deinen beiden, da brauchst du eine halbe Stunde. Keine Ausdauer. Warten Sie, Herr Smelter Demon. Ich gehe mal ganz kurz in die Ecke. Ja, Herr Endorfblatt, machen Sie ja, vor allem, der explodiert und haut durch den ganzen Raum. Mit Beschwörung war der mega easy. Ja, ja, klar. Und ich habe den dann getrashtalkt. Ich meine, so, der ist ja super easy. Und dann waren halt alle gut. Ja, ja, das ist natürlich wieder... Alternativ können wir ins Loch. Das ist alles dunkel. Ist das, die Giftzone? Giftzone war eher diese Mühle. Es gibt da noch so einen, wo so lauter Vergiftungskram ist. Aber ich würde gerne die Smelter Demon Plus 1 Sache von dir sehen, weil ich kann mir vorstellen, es wird lustig. Okay. Da können wir uns auch abwechseln. Ich würde auch gerne. Oder wir machen es so, jeder Schritt, wir wechseln uns ab. Oder wir machen, ich blocke. Nee, du darfst nur X drücken, ich nur A. Perfekt. Und ich hau direkt 3 Asketenleuchtfeuer rein. Okay, also. Ach du Scheiße, nein. Falsch. Hier lang. Ah. Hast du Asketenleuchtfeuer angemacht? Nee, ich wollte es dir ja jetzt erstmal zeigen. Also hier ist er. Ah, ja, 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 ja. Hm. Und ich kann mich gar nicht mehr so sehr ans Moveset erinnern, ja. Also ich habe richtig viel Feuerresistenz-Equipment theoretisch, aber dann haben wir eine Fatroll. Ansonsten habe ich auch einen Feuerresistenzring, den könnten wir anlegen. Ich habe übrigens hier die upgradete Form gefunden. Das ist ein Ring, der erhöht die maximale Belastung. Haben wir eben gerade gefunden, während du erzählt hast, wie es in Dubai war. Ja. Sehr nice Upgrade. Aber wir können ja den Flammenquarzring anziehen. Dann sind wir immer noch unter 70% und haben ein bisschen mehr Feuerresistenz. Aber Knäppchen, Knäppchen da, du, ne? 69,3. Ja, aber es reicht. Und Iframes sind gleich. Wie mein Intelligenzquotient, muss ich sagen. Dann machen wir das. Ich fange an. Ich hoffe, das hier ist jetzt das richtige Feuer. Ich habe das noch nie gemacht, die Mechanik. Mhm. Noch nie. Ich habe das aber, glaube ich, auch damals nicht genutzt. Also können wir mal durchlegen. Werft es in ein Leuchtfeuer, um nahe Feinde zu stärken. Haben die Flammen das Asketenleuchtfeuer verzehrt, können seine Effekte nie mehr umgekehrt werden. Seid vorsichtig, bevor ihr diese gefährliche Glut nutzt. Feuert eine Verbindung zum Fluch und wenn bla 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 lore. Bist du sicher, dass das auch ein Boss wiederbelebt? Ja. Dann hau rein. Dann hau rein, die Scheiße. Okay, ich lese mir schon mal die Strafen durch. Was getan ist, ist getan. Oh Gott. Ist ja alles Hass. So, muss ich jetzt von vorne neu reinkommen? Nee, der ist gar nicht da. Er ist nicht da, ja. Ist die Frage, ob das das richtige Feuer ist, aber ich denke... Na, das Ding ist, eigentlich kommen wir ja von unten rein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich... Weil die Nebelwand jetzt... Dann gehen wir hier runter, weil ich ist die Nebelwand, weil ich würde es ja getriggert, wenn du runterläufst. Ach so. Sein. Ja, okay. Ansonsten würde ich mich ein Leuchtfeuer vorher hin teleportieren. Man ist sehr schnell hier eigentlich. Aber ich glaube, du hast das nicht richtig gemacht, oder? Ich glaube schon. Also das ist sein Leuchtfeuer. Das heißt doch auch so, oder? Eisenfeuerhallen. Ja, dann geh einen vor. Mhm.
Ja, die Leute meinen nämlich, das ist einer der schwersten Bosse im Spiel. Ja. Ich habe dieses Gebiet gehasst. Das war so eine Kotze. Ich auch. Für mich war das einfach Bowsers Festung in Scheiße. Ja, auch dann die ganzen Bogenschützen, glaube ich, die hier waren. Auf jeden Fall, diese Ritter waren. Da kommt man raus, wenn man in der Mühle war. Ja, ja, ja. Die Mühle war ja auch schon so. Ja, ja, die war auch ätzend. So. Achso, ich rüste jetzt einmal Schild aus. Gegen die weiß ich nämlich genau, was ich zu tun habe. Da kannst du dich durchlaufen? Also theoretisch ja, aber in diesem Format wurde ich öfteren so belehrt, okay, ich sollte jetzt einfach nur sicher und slow. Also weil du Step by Step. Man stirbt ja andauernd, wenn man mal irgendwas versucht, schnell zu machen. Und eigentlich ist das ja auch egal. Aber hier halt nicht, wenn ich ausgepeitscht werde danach. Ja. Das gibt's jetzt. Oder die Beine gewachst werden oder. So. So bin ich noch nie gegangen. Ist ja spannend. Na, komm runter. Oh, jetzt kommt der hinter mir, oder? Also diesen auf jeden Fall halten genauso viel aus. Mhm. Hier ist nichts stärker. So, jetzt kommt der erste Bogenschütze, aber ich habe ja einen krassen Bogen. Oh, ja, Hass. Es dauert halt einfach nur, es ist halt... Vor allem, die hauen halt auch diese dicken Pfeile raus. Ja. So, ich muss ja auch noch ein paar Mal trinken, ne? Dreimal, glaube ich. Aber das Gebiet erinnerte mich wirklich so ein bisschen wie an in Dark Souls 1, wo da diese Bogenschütze noch umstehen. Jetzt nicht ganz so Pain, aber auch Pain. Die beiden Jungs, rechts und links, ne? Yo. Okay, jetzt kommen da hin ein paar Leute angetrappelt. Muss man einfach chillen hier. Naja gut, aber die haben ja vielleicht Mittagspause auch mal, ne? Ja, oder jetzt wird erst Alarm geschlagen. Ne? Er ist wieder da. Er ist wieder da. Jetzt kommt noch einer. Ja, der braucht ein bisschen... Die lassen auch immer jetzt ihre Mage sterben. Ist ganz nice. Ja. Ja gut, aber die haben kein Internet, ne? Oh, der ist deutlich stärker. Der hält fast doppelt so viel aus. Aha. So, jetzt kommt der nächste. Muss ja einfach stehen. Mhm. Ich sehe, deine Taktik ist bereits ausgefeilt. Absolut, hier bin ich auch echt. Also ich bin glaube ich, eher an den größeren Jungs gestorben. An denen nie. Mhm. Aber wenn, dann sterbe ich wirklich hier eher, weil ich irgendwo in die Lava falle. Ich bin auch so ein Runterfaller. Es ist so zum Kotzen. So, ja. Hä? Der ist wieder leichter? Okay, dann ist wirklich das falsche Feuer. Weil, nee, da ist keine Nebelwand. Okay, dann... Aber was war's denn dann? Vielleicht musst du das Feuer, wo du eben warst? Ja. Er hat's beides verbraucht. Naja. Aber hast du es jetzt nicht mehr? Kannst du es nicht mehr machen? Ich hab's noch einmal. Okay, baller raus. Ich hau's jetzt hier rein. Wenn das nicht funktioniert, dann... deabonnieren... alle. Deabonnieren wir die Community. So. So. Weil, das wisst ihr nämlich nicht, wir als YouTuber folgen natürlich jedem zurück. Machst du das auch? Jeder, der dir folgt, den folgst du zurück? Follow for follow. Gut. Follow Friday, gibt es den bei dir auch? Follow Friday? Gibt es nicht? Ich glaube, das war so die Follow Friday oder so, wo man irgendjemandem vorgeschlagen hat. Was und bringt dann, das sind dann die anderen einem gefolgt. Es war vor Fridays for Future. Ach, Mr. Oh, drei Schläge. Oh, du Scheiße, Junge. Mr. Trashback hat doch immer am Ende so einen kleinen YouTuber vorgeschlagen bei... Ja, mich unter anderem mal. Echt? Mhm. Ja, der hat ja viele Leute... Ja, der hatte damals, als ich meinen Kanal nur angefangen habe, nachdem ich bei Giga raus bin, da hatte er, war einer derjenigen, die mich echt gut gefeatured und gepusht haben. Das muss ich, bin ich ihm dankbar für. So, hier waren... Ich wollte es doch schon sagen. Die Sharon kommt auch noch die mal. Die war richtig übel. Ja. Au. Au, au, au. Sie ist schnell. Das ist nicht. Und die hat ja so. Und die kann zaubern. Die Dinger sind wie bei Kratos, die scheinen so an Ketten zu sein. Oh ja, die Steine, das dauert ja wirklich eine halbe Stunde. Da ja, ist auch der Scheißstein. In der Zeit braucht Elden Ring, um zu laden. Ja, wirklich. Oder zu installieren. Hau ihr eine rein. Boah. Ja, also mit einem Schwert geht's ja. Boah. Oh, oh Gott! Oh Gott! Eieieiei. So, und die Animation dauert halt auch Jahrtausende.
Also ich merke mir mal, du hast jetzt zweimal getrunken und einen Stein. Ja. Das heißt, einmal musst du mich auch steinigen? Einmal Nierensteine entfernen lassen. Boah, wie... Oh, sie hat die sich... Das ist ja krass. Aber wirklich, das ist ja krass. Das ist ja wirklich... Das für mein Alter ist das nicht mehr... Da geht mir ja direkt der Puls. Ja, so, jetzt. Einmal, ja. So, jetzt kommt noch einer, glaube ich. Eindringling. So, Sharon, geh nach Hause. Ja. Gut. Man kriegt hier halt nichts. Man kriegt immer so ein Menschenbild. Ist ja auch krass. Mit jedem Mal, dass man stirbt in Dark Souls 2, geht das maximale Leben runter. Dauerhaft. Aber nur, aber bist du dann... Bis man dann so ein Menschenbildnis frisst. Also es gibt hier nicht Humanity. Aber das ist so ähnlich wie Humanity, ne? Ja, aber es erhöht jetzt nicht die Drop-Chance von Sachen. Sondern es resettet einfach nur die Beeinflussung, dass dein Leben dauerhaft runtergeht. Ja. Bei Demon's Souls war ja damals so geil World Tendency. Hattest du das gespielt? Hast du das Remake? Wer ist das denn? Was will er? Ist das der andere Invader, von dem du gesprochen hast? Boah. Ich kenne den nicht. Aber er hat ein Ad. Ja, das ist nicht so nice. Stell dich doch erstmal vor, welches ist da freundlich. Weißt Hallo. Du ja nicht. Ich bin Hand of Blood. Oh, was ist... Oh, ja. Oh. Okay, der... Gap Closer der Hölle, da ist er ja quasi, kannst du so weit zurücklaufen, wie du willst. So, David. Legen wir los. Ich dreh mal. Ja, dreh mal. Boah, ich freue mich auf jedes hier. Ja, vor allem, das, es gibt schöne Kombinationen auch, weil wenn man ja erstmal ein Handicap hat, dann kommt der zweite Tod gewiss, ne? Oder wenn man gerade an einem Boss ist, dann stacken die auch manchmal. Ich musste einmal auf Inlinern hier so spielen, im Stehen mit Winterhandschuhen und. Können die auch, also das, nehmen wir mal an, du würfelst zweimal hintereinander Inlineskater. Müsstest du... Ja, muss ich einmal neu... Achso. Ein zweites Paar. Super, wenn du noch ein zweites Inlineskater-Paar hättest. So, geht wieder los. Oh, ich hab's mal an, jetzt geht's einmal los. Einmal runter. Okay, let's go. Oh. Wäscheklammer für 15 Minuten ins Gesicht. Schön. Du sagtest, Donny hat letztens übelst abgeheult. Ja. Ja, komm, dann probiere ich das mit aus. Ja? Ja, na klar. Aber fairerweise, in Dark Souls 1 war es noch eine halbe Stunde. Nur das war wirklich die schlimmste Strafe, witzigerweise. Ja? Weil irgendwann die Schmerzen so ins Unerträgliche gehen. Ich habe mir die an die Nase gesteckt, irgendwann tut der Kiefer an der Seite weh. Ja? Weil die Nervenbahnen so strapaziert sind. Das ist so krass. Bin ich mir sicher, ob ich das möchte. Ich hole dir schnell eine. Boah, wer ist er denn? Uah. Uah. Was will er? Was machst du denn? Naja, der... Okay. Beruhig dich erstmal. Ich gehe zurück zum Feuer. Beruhig dich. Und heile erstmal nochmal. Man sieht das ja gar nicht. Er zockt hier rein, legt da erstmal so einen Typen. So. Ich stelle einen Timer. Wenn der erstmal sitzt, darfst du ihn nicht umplatzieren. Okay. Du musst hier wirklich genau. Du kannst aber ein bisschen ausprobieren. Ja, kannst ein bisschen ausprobieren. Okay, das ist dumm. Das ist nervig. Das nervt richtig. Au. Es wird immer schlimmer von Sekunde zu Sekunde. Ich probiere es so. So läuft bei mir der Rotz. Alles schon durch mich. Okay, ja. Falls ihr irgendwann mal bei irgendeinem Dreh einen Experten brauchen für Kammerangelegenheiten. So, 15 Minuten läuft jetzt. Okay, das nervt übelst. Krass. Und genau, bei Dark Souls 1 war es noch eine halbe Stunde. So, den hast du gelegt? Ja. Nee, der kommt jetzt wieder, weil ich habe ja... Ach ja, du hast ja immer hingesetzt. Aber ich habe ja direkt gefailt. Hast du kein 100% Schild? Weil der hat gerade Schaden. Ja, aber das Schild erhöht meine Ausdauerregeneration und du merkst, wie wichtig Ausdauerregeneration ist. Aha. Ich glaube, den anderen Typen, da muss ich drumherum rennen. So, kommt jetzt noch ein Invade. Ich denke nicht. Aber der andere Invader jetzt. Das denke ich nicht. Ich kann nicht lachen. Oh. Ah, jetzt kommt Dennis. Waffenschmied Dennis. Der kommt auch immer. Jo, Dennis erstmal so am... Hör auf, Dennis. Okay, Dennis. Oh! Alles klar. Dennis? Du hast noch vorhin nicht getrunken, übrigens. Du hattest da... Ach ja. Zwei, drei... Dennis ist unerträglich, wirklich.
Der macht ja auch halt einfach keinen Schaden. Oh. Ich krieg richtig Mitschmerzen. Ja, aber der will mir noch nicht erzählen, dass er Waffenschmied ist. Welcher Waffenschmied kann denn zaubern? Es ist widerlich! Ja, man muss nah ran, okay, ne? Viertes Mal trinken. Schön. Da werden die Eifel. So, jetzt wird der niedergemacht. Ja. Oh, Alter. Ja, so, das ist unser PvP. Motto. Ja. Ins Rückgrat. Ins Rückgrat rein. So. Und Menschenbild hat sich doch gelohnt. So, ich muss ein bisschen trinken. Viermal habe ich, glaube ich, gezählt. Guck, da oben ist jetzt das maximale Leben. Okay, und das kriegst du dann, wie gesagt, nur durch so quasi Humanity, Menschlichkeit. Mm. Oh Gott, ist das affig. Meinst du, wir werden überhaupt bis zum Schmelzer-Team heute kommen? Also, wenn wir uns weiter so dämlich anstellen, dann war das auf jeden Fall eine Folge, wo wir nicht mehr gemacht haben, als zu reden und uns Klammern ins Gesicht zu machen. Ey, ich habe ein drittes, krass. Ja, damit kannst du ihn bewerfen, wenn du magst. 32 Seelen. So. 1000. 1000, ja. Jetzt. Ach komm. Komm, geh ran. Kannst du ihn mit dem Bogen? Nee, lass den ersten. Erstmal die Ärzte. Lass ihn durch, er ist Arzt. Ich hoffe, es kommen auch nur. Er hat direkt sein Operationsbesteck dabei, wie du siehst. Und setzt direkt zum Schnitt an. Ja, das, die Leber wird entfernt. Leider ist sie so schwarz wie Kohle. Oh Gott! Ja. Ja, 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 einmal geh. Einmal wieder getrunken. Zweimal. Okay. Du hast Dennis. Du bist der Bezwinger des Dennis. Wird er wohl wirklich sein, den wegzumachen. Wie bitte? Ich höre dich nicht gut und ich habe das Gefühl, meine Ohren stellen irgendwie das Arbeiten ein, weil das Blut in der Nase gebraucht wird gerade. So, jetzt der nächste. Ja. So, genau, guck mal her. Also bei ihm muss ich drumherum rollen. Ich würde Sprungattacke machen. Geht nicht, David. Das sagst jetzt du. Ich würde das nochmal ausprobieren, wenn ich dran bin. So, jetzt dodge ich. Jetzt dodge ich wie so ein König. Dodgen. Schön, sehr schön. Backstep. Genau. Ja. Und nochmal das. Ja! Schön. Wer ist er? Er ist tot. Hat er Seelen gebracht? Ich habe nicht. Er das ist immer ganz schnell nur bei. Er hat Seelen gebracht, ja. Hammer. Ja, ja. So, jetzt rüsten wir mal wieder um. Oh Gott. Warum geht die Zeit wie in der Schule? Dann, wenn man die Zeit zum, will, dass sie zu Ende geht, dauert es ewig. Ah, wait, hier ist ja jetzt auch der Händler. Hast du früher auch immer auf die Uhr geguckt, wie so ein Hornochse? Ich saß immer so da. Die ganze Zeit? Ja, manchmal. Es gab einige Stunden, die waren so Hölle. Also vor allen Dingen so Geschichte oder so, das habe ich gehasst. Echt? Ja. Okay, ich habe Französisch gehasst. Finally decided to come in. Ja, ja. Hast du was Neues? Gib mal, biet mal was an. Was kann der Ring? Ist ja genau der gleiche Scheiß. Ja. Der Ring ist Finsternis Abwehr. Sag mal, weißt du, was Räuchern ist? Räuchern ist, wenn du... Nee. So ein Fisch. Ach. Zum Beispiel kann man räuchern. Nee, irgendwie kann man die Anforderungen von Zaubern reduzieren, wie viel Intelligenz die brauchen oder so. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, meine Stirn fängt an zu ziehen. Ja, ja, das sind, ich sage dir. Aber besser, als wenn es in den Kiefer geht, glaub mir. Das ist dann wie richtig üble Zahnschmerzen. Ja, so muss das. So. Ich finde das Level-Design so hässlich. Ja, und man muss das so slow spielen. Ja. Aber du hast dich halt auch für die slowste Klassenkombination entschieden, ne? Also. Ja, ich meine, man könnte auch respecken. Das ist richtig geil, ne? Bei Dark Souls 2 konntest du das erste Mal einfach respecken. Das ging ja bei 1 nicht. Das finde ich so scheiße. Ja. Ich habe richtig heftige Peitschen oder. Das Schöne ist ja auch, hier ist es so, du kannst mit jeder Bossseele zu einem Händler gehen. Boah, da brauchst du jetzt auch 4 oder 5 Pfeile. Das ging gerade mit rein. Jetzt bewegt er sich auch. Oh, krass. Aber das, ne? das war no. Das war auch. Aber no da habe ich es wieder weggemacht. No 60, no. Weggemacht. Ja, der No. No der No 60. No 60. Lebt der noch? Nee. Free Scope. So nehme ich. Ich nehme doch den anderen Schild. Mir reicht es jetzt. Der hat. Nee, der hat 90 nur. Hä? Was? Boah, die Klammer überanstrengend. Jetzt stellen wir vor, eine halbe Stunde. Aber schon wieder 2 Minuten. Wenn ich auf die Uhr starre, wird es schneller. Dann warten wir auf den Wehensimulator. Ich habe jetzt nur noch 4 Estos. 3. Das wird komplette Katastrophe. Ja, jetzt ein Nebeltor. Ah, ja, ja, ja. Sehr gut. Und da ist auch noch ein Item. Gut, dann holen wir jetzt die Jungs aus der Mittagspause hier.
Ey, Leute! Wieder so. Der Typ ist schon wieder da! Aber wir sind diesmal stärker! Kommt doch jetzt mal alle gleich! Kalle, ich bin noch bei der Suppe, jetzt mach mal langsam. Übrigens keine Relation zum echten Kalle. Der ist keine Suppe. Meinst du? Der isst nur flüssig Nahrung. Level up. Der ist keine Suppe, der isst nur flüssig Nahrung. Scheiße, wie dumm. So, kommt der nächste jetzt? Ich glaube, da kommt keiner mehr. Beziehungsweise er kommt. Nee, der ist heute. Doch, ist da oben. Da oben kommt er. Das ist halt insane. Ja, die Bahn hatte Verspätung, deswegen ist er ein bisschen später dran. Gibt natürlich da wahrscheinlich eine Ermahnung nachher, wenn du ihn jetzt nicht umbringen solltest. Ja, oder Bußgeld. Also direkt Bußgeld? Wenn man zu spät zur Arbeit kommt? Na klar, Abmahnung. Ist das bei Instinct Free so? Direkt Kündigung tatsächlich. Kündigung. Wenn man zu spät kommt, Kündigung. Ja, okay. Das ist dann gut, dass ich bei euch nie angefangen habe. Oh, shit. Ja, aber... So. Jetzt kommen die von da oben runtergesprungen, glaube ich. Genau. Oh, da kommt schon wieder einer. Das ist so weird. Oh, und da schießt einer. So, jetzt kommt er angeflitzt und der nächste hinterher. Jetzt mach schnell, bevor dein Homie da ist. Das ist so ein kackiges Gebiet, es tut mir leid. Das sieht scheiße aus. Das ist super slow alles. Ja, und die Bogenschützen runden es halt ab. Und Lava. Lava und Bogenschützen. Ja. Nicht und schön. Wenn du in den Innenräumen stehst, ist es so eine ganz schöne Mischung aus grau-braun oder grau-braun. Ja. So, jetzt habe ich natürlich, da unten steht jetzt einer, der rennt random los irgendwann. Und ihn kann man tatsächlich anvisieren. Achso, er rennt jetzt schon los. Na gut, dann kommt er jetzt hier nämlich. Ich bin so durch in diesem Gebiet. Vielleicht drehst du dich um? Achso, nee, der ballert gegen die Ecke. Deswegen, ich erwarte jetzt einfach nur den Typen. Ja, dann bleibe ich mal an der Wand hängen. Ja, Alter, aber wie viele Seelen haben wir? Na, du hast ja auch noch die Handschuhe, ne? Ja, krass. 60.000. Würde ich jetzt nicht zum Smelter Demon reingehen. Ja, aber was bringt's? Also, I mean, sonst kommen wir da nie hin. Bam. Boah. Der hält ja aus. Willst du nicht einfach ranlaufen mit einer Sprungattacke? Nee, weil auf der anderen Seite steht noch so einer, der ihn dann in den Rücken schießt. Ja, stimmt. Ah, die Ecke ist einfach schlimm. Apropos schlimm. Okay, noch 6 Minuten. Hilfe, ey. Ja. Wie bei mir zieht es in die Stirn. Ich hab das Gefühl, das sind die Nervenbahnen, glaube ich. Ja. So, warte mal, wie muss ich jetzt nochmal gehen? Genau, ich muss hier runter. Stell dir mal vor, du wirst mit so einer Klammer im Gesicht geboren. Dann hast du immer diese Schmerzen. Das wäre grausam. Überschlecht. What? Okay. Da hast du eine. Zwei! Okay, dann. Okay, sie haben ihre Pike nicht dabei. Okay, beide haben die Pike dabei, alles klar. Das sieht nicht gut aus. Ich würde, genau. Das sieht nicht gut aus. Folgende Taktik. Spring ihn jetzt in den Rücken. Mit dem Bogen vielleicht. Ja, die hauen jetzt einfach wieder rein, ne? Oh! Geil. Sprungattacke. Nee, gibt's hier so halb nur. Jetzt. Ja, soll er kommen? Soll er nur kommen? In die Lava. Ja. Lava? Nee. Lava? Ist er in die ist Lava? Ein Angebot zu Lava? Ja? Lava? Komm doch hierher. Oh, kommt sein Bro? Ja, den wollen wir nicht. Kannst du dich auf den nicht runterfallen lassen? Weil das ging ja immer. So ist Plunging Attacks. Ja, aber dafür muss man hier in Dark Souls 2 eine Weile fallen. What? Ja. Junge, was ist das? Ja, er fällt. Nein. Also. Alter, ich würde es nicht riskieren, wirklich. Die hauen beide einmal zu, dann war's das. Ja, sauber. Das ist. Und der andere guckt so, wo ist er hin? Ey. Conny? Was ist denn jetzt mit dem Geld, was du mir noch schuldest? Das hole ich jetzt nicht aus der Lava raus. Vielleicht springt er hinterher. Vielleicht waren die ein Paar. Was tut er? Ja, was tust du, Mann? Ey, naja, ich spiele geduldig. Sei mein Mann jetzt. Ja, und dann sterben wir und dann hocken wir in einer halben Stunde noch hier. Wirklich, Geduld ist eine Tugend. Ja, du willst jetzt die Mauer durchschießen oder was ist die Geduldsstrategie? Du
bist auch nur am Meckern immer. Also wirklich, David Hein ist immer am Meckern. Immer negativ. Immer negativ. Komm so. Rein. Ich aber wenn ich rein. Den nicht schaffe, schaffe ich den Smelter eh nicht. Du schaffst ihn. Ich glaube an dich. Guck mal, der steht jetzt schon mal falsch rum. Ronny? Wieder da? Ronny? Ist du, wie viele Seelen geben die denn? Oh Mann. Oh, ich will nicht mehr. Meine Augenbrauen fangen an. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht wird verzerrt. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Wieso? Der ist auch nicht von schlechten Eltern. Kannst du ihm nicht erstmal mit dem Bogen ins Gesicht schießen? Ja. Oder kannst du ihm in den Hoden schießen? Probier das mal. Ich probiere es. Zoom näher ran. Geht nicht. Okay, du musst die Traktion. Ja, es war nicht in den Hoden. Guck mal, da könnte er jetzt nicht so laufen. Okay, boah, man, das war ja. Krass. Man kann leider die Treppe nicht runter. Du musst die Treppe nicht runter, du besiegst ihn jetzt. Guck. Ich Power Stance leider nicht. Was ist das? Was macht es? Ich habe aus Versehen das Ding kaputt gehauen. So, was hat er gedroppt? Ach Mensch, cool. Okay, du bist jetzt bei 80.000 Seelen. Also. Also zum Seelenfarmen ist ja easy. Also wenn man erstmal weiß, wie man welchen Schritt machen muss. Aber kann sich ja kein Schwein angucken. Die Scheiße hier. Nee. So, wir sind gleich beim Smelter-Demon. Ach ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo man lang ist. Das ist doch nicht schlimm. Auch wieder ein Kumpel. So, ich probier's mal, ja. Siehste. So. Siehste. Alter. Ja, das bricht Rückräder, ne? Ja. So, jetzt muss ich hier runter und jetzt sind wir wieder bei der Treppe. Gut. Bei der Dings. So, was jetzt, ist hier? Wie geht's da in diese Tür unten rein? Egal. Ist wirklich gerade egal, David, ja? Ja. Da ist noch ein fossiler Dings. Oh, guck mal, wer ist er denn? Ein roter Mann. Das ist jetzt Ronny wieder. Das sind irgendwie die Besseren. So, da ist jetzt ein Bogenschütze. Den mach ich noch einmal weg. Oder wir gehen direkt einfach rein. Aber wir haben nur noch drei. Es ist so scheiße. Ja, aber dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, und dann müssen wir nochmal alle machen. Das ist halt dumm. Okay, pass auf. Wir Komm, schaffen das. Du musst ja sowieso alle wieder machen, wenn du stirbst. Eben, easy. Genau. Dann krieg ich ja die Seelen ja wieder. Wir warten wir jetzt noch zwei Minuten? Wir verfeinern unsere Strategie. Ich glaube, du bist in zwei Minuten tot. Deswegen würde es Sinn machen, wenn dann die... warum machst du das? Ah, okay. Nochmal so ein Moment der Überlegenheit. Eben. Bevor wir jetzt zum Smelter reingehen. Oh, den Großbogen habe ich bekommen. Guck an. So, wie gehe ich's an? 86.000 Seelen. Strategie wäre für mich rein. Ja, erstmal also mein Bild baut darauf auf, ich bin reaktiv. Erstmal dodgen. Ja. Und dann zuhauen. Die Frage ist, wie ist seine... Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ab der Hälfte rammt er sich doch, glaube ich, das Schwert rein und macht dann Feuerangriffe. Ja. Das heißt, ich hoffe, du hast jetzt deine Anti-Feuer-Sachen an. Genau, ein Ring. Ein Ring. Ein Ring. Ansonsten hätte ich auch noch im Angebot einen Feuerresistenz-Zauber, den ich nicht ausgerüstet habe, warum auch immer. Okay. Gut. Willst du noch 30 Sekunden irgendwas sagen? Weil vielleicht macht es ohne Klammer, kann ich mich besser konzentrieren. Ich glaube auch. Ich merke auch gerade bei mir, dass ich nicht mehr was sagen möchte. Die Schmerzen steigern sich ins Unerträgliche. Weißt du, was der schlimmste Moment ist? Wenn du es abnimmst. Warum? Wirst du dann merken. Okay, das probiere ich jetzt aus. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe auch nicht mehr so gut. Bei mir tut es hier jetzt auch langsam weh in der Wange. Nee, bei mir ist es hierher gezogen und ich habe das Gefühl, hier spannt es um die Augen herum vielleicht. Ja, ja, es wird so, ist so richtig Stress fürs Gesicht. 5, 4, 3, 2, 1, Neujahr! Ah, ja. Oh. Da war ein richtig fetter Abdruck. Oh, Junge, Junge, oh. Junge. Darf ich das mal fotografieren, bitte? Ja, bitte. Das ist schön, man sieht die Nasenhaare, sehr gut. Postig. Wow. So, ja, bring was hinter uns. Bist du bei mir? Ich bin bei dir, ja. Ich schäme dich, wenn du verlierst, aber solange wäre ich jetzt erstmal noch auf deiner Seite. Wäre geil, würde ich jetzt einfach mit... Schneller Hit. Nein. Achso, du bist ja reaktiv. Zweimal? Das jetzt noch etwa 28 Mal. Jetzt macht er, glaube ich, Explosionssprung. Nee. Ja, ich weiß gar nicht. Jetzt ist er schon feuermäßig? Nee.
Nee, er haut ja erstmal sein Schwert dann in sich rein. Sprungattacke vielleicht mal probieren? Schön. Also da hat sich jeder Punkt in den iFrames gelohnt, finde ich. Du machst ihn gut. Heilen. Okay, jetzt wird sein Schwert feurig. Jetzt wird's übel. Explodiert er nicht jetzt schon? Nee. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Jetzt nicht mehr treffen lassen. Gut. Er heilt sich halt 8 Jahre! Ich habe aber... Warum hast du in seiner Schlagreichweite geheilt? Weil... Wenn ich wegrenne, setzt er mir schon wieder nach. Ich muss wirklich direkt nachdem seine Attacke durch ist heilen. Weil du heilst dich hier 80 Jahre. Ja. Und erst wenn die Animation ja durch ist, dann bist du ja noch nicht direkt voll geil. Bei Elden Ring bist du ja sofort voll. Laber nicht, du willst ja nur mal nur ausweichen. Ich möchte, auf jeden Fall will ich keine Klammer mehr im Gesicht haben müssen. Aua. Das war deine Wahl. Hm. Ja, aber bei Elden Ring ist ja so, du trinkst ja manchmal mehrmals bewusst und siehst den Hit kommen. Aber dadurch, dass du instant geheilt bist, das ist hier anders. Aber es war okay, also jetzt bist ja du dran. Ich bin dran. Hattest du nicht gemeint, wir wechseln uns ab? Ja, können wir gerne. So, jetzt geht's erstmal los. Willst du von hier an schon? Aber dann. Oder lieber direkt beim Smelter, weil ich hab so ein bisschen das Gefühl. Ja, du bist ja auch gar nicht drin. Ich bin gar nicht drin. Vielleicht macht das auch keinen Sinn, wenn ich da dabei bin. So, drittens. Ritterhelm für 15 Minuten mit geschlossenem Visier tragen. Kann man da durchsehen? Bedingt. Bedingt. Ja. Ich habe jetzt meine Haube nicht hier. Warte, ich hole die schnell. So. Du warst auf dem, auf dem Mittelaltermarkt? Ritterfest. Ja, Ritterfest. In einer Zitadelle. War gut. Ich habe ein Schwert gekauft. Habe ich gesehen, ja. Das ist einfach so gigantisch. Das ist nochmal 1000-mal größer, als auf dem Bild aussieht. Was hast du bezahlt? Das fragt man einem Ritter nicht. Scheiße, es hängt fest. Warte, ich mal gucken. Da kann man jetzt wieder so erotische Memes draus machen. Warte mal, nee, das hat sich komplett... Ich will es nicht kaputt machen, weil das hat sich so ein bisschen verkeilt. Du müsstest es absetzen. Jetzt ist es weg. Super. Ja, nachdem du es abgesetzt hast, weil es hat gespannt. Mhm. Mhm. So, Abfahrt. Rein. Quatsch. Er kennt mein Face nicht. Kannst du einen Timer stellen? 15 Minuten? Ja. So. Dass das Face, die Face-App noch nicht kann. Das ist wirklich erbärmlich. Apple, falls ihr zuschaut, mach mal. Lasst euch von Elon Musk kaufen. Genau. So, also, ich brauche wirklich ein Schild, wo ich gar keinen Schaden mitbekomme. Oder ich heile mich nur mit Lebenssteinen bis zum Boss. Der Rest ist dann dein Problem. Oder du probierst dich wirklich halt durchzulaufen. Ich sehe nicht, ob du mich anguckst. Das wird nicht funktionieren, ich verspreche es dir. Weil du kannst ja nicht mal springen. Also es ist wirklich... Ich höre ja jetzt auch kaum noch was. Ne? Naja. So, jetzt gibt es wieder ein Invade von Kevin. Dennis war jetzt da. Hier kommt keiner mehr. Jetzt kommt Joshua. Ja, davor war Sharon oder wie. Aber kannst du nicht hochlaufen? Also guck mal, es geht doch da die Treppe hoch. Ja. Das nein, David. Glaub, ja, gut. Achso, warte mal. Ich ärgere mich, dass ich nicht spiele. Ich würde es machen. Dann wäre ich 80.000 Seelen ärmer, aber gut. Achso, ja, stimmt. Nee, dann wollen wir das nicht. So. Ja, das ist. Das Gebiet ist geil. Also, ja. Ich dachte halt, als ich es vorgeschlagen habe, dachte ich, ist das andere Leuchtfeuer. Hätte ich das hier gewusst, hätte ich es nicht vorgeschlagen. Gut, dann wären wir ins Loch gegangen. Richtig. Aber wäre vielleicht nicht so lustig. Haha! So. So, ich glaube, ja. Hinter ihm ist die Treppe. Du könntest an ihm. Ist oben irgendwas? Ich weiß es gar nicht.
Ja. Das ist aber auch schnell, ey. Guck mal, er steckt das sogar in die Scheide zurück. Das muss man ihm auch mal lassen. Er ist sehr, sehr schnell. Man denkt, der kann wieder aufstehen. So, bisher... keine Gnade. Hast du gerade fast... ich glaube, du hast fast 7000 Seelen bekommen? Nur von dem? Ich glaube, die sind übelst viele. Jetzt komm doch bitte. Komm mal runter jetzt. Ja, ja da. Ja, ja, man kann hoch, nicht... Die Treppe, ne? Hat er nicht gesehen. Oh. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch das Frustrierende an Dark Souls 2, dass viele der Gebiete, die siehst du dann halt so oft und dann halt diese Gegner immer wieder machen zu müssen. Ich glaube, das ist halt wirklich auch ein Gebiet, wo es nicht wirklich einfach ist, durchzulaufen. Vielleicht mit einer Light Roll. Aber es gibt keine Light Roll. So, jetzt könnte ich versuchen, mal durchzulaufen. Soll ich's machen? An der Stelle willst du jetzt durchlaufen? Das ist ja die Stelle, wo... Ja, weil ich jetzt auch keinen Bock mehr habe. Okay, mach. Komm. Soll ich? Ich sage ja. Ja. Was würdest du? Ja, ich hatte überlegt, die Rüstung abzulegen, aber weil da bist du ja noch mal schneller, aber es ist auch doof. Weil die Pass auf, ich bereite dir schon mal alles vor. Eigentlich ist es genauso wie bei Elden Ring, nur, ja. Die Rolle, A geht nicht, X ist heilen. X ist heilen. So, und hier haust du leicht zu und da haust du schwer zu. Nee, hier, rechts. Nee, mit rechts. Da blocke ich doch. Nein. Achso, du hast mit beiden Schwertern gemeint. Genau, das Power Stance. Mhm, also hier sind die Leisten hier. Und hier sind die Schweren von oben, horizontal. Ah ja, also aber den würde ich nicht machen, weil. Ja. Und rechts haust du nur mit dem rechten dann. Ah ja. Mhm. So. Okay. Ich renne jetzt durch. Paul, ich drück dir die Daumen. Versuch Schlangenlinien. Der steht mir doch jetzt auch im Weg. Ne? Komm. Spring. Spring. Dumm. Nicht dahin. Lauf. Renn. Spring. Ja. Nein. Okay. Ja, du bist auch schlecht. Du bist echt schlecht. Du bist wirklich der schlechteste Dark Souls-Spieler, den ich je gesehen habe. Das mache ich jetzt. Das ist ja richtig mies. Ach so, wir müssen ja erstmal noch eine Strafe. Wo ist der denn jetzt ausgegangen? So, ich mach mal weiter. 10 Minuten 46 hast du, ne? Ja, jetzt die Frage, musst du den jetzt fragen? Nein, ist gut. 2. Mensch. 15 Minuten Rauschbrille tragen. Komm, das mache ich dann jetzt. Und dann willst du durchrennen? Das schaffe ich. Ich habe die noch nie aufgehabt. Ist das krass? Nö. Okay. Ey, jetzt bekommen die Leute mal eine Live-Reaktion, wie das eigentlich ist. Headset aus? Ich hab mich schon immer gefragt, so, damit bist du ja auch beim Deutschen Computerspielpreis auf die Bühne, oder? Ja. Boah, was ist das? Das ist doch nicht so, sehe ich doch nicht im Rausch. Da sieht man ja nichts. Das ist ja, als würde dir ein Auto ins Gesicht fahren. Und die Frontallichter treffen dich so direkt in die Retina rein. Ich erkenne nothing. Es macht. Ja. Du willst jetzt durchrennen. Du bist jetzt auf der Lava fast. Was? Dreh um, ja. Ich sehe nichts. Naja, so ein bisschen. Streng dich an. Nein? Ja. Warte, okay, wenn ich mein rechtes Auge konzentriere, dann kann. Warte, willst du vorher das Schild? Ah, nee, du willst ja durchrennen. Achso, ich will jetzt. Mit der Brille will ich durchrennen? Im Mai, habe ich gerade gefragt. Du meinst so, ja klar, easy. Warum ist denn da die obere Ecke abgeschnitten? Ich sehe ihn nicht. Ah. Ja, du bist ja schlecht. Wie roll ich? B. Ist das die Rolle? Roll ich gerade? Nee. Links? Okay, wo ist die Treppe? Ja, da. Okay. So, jetzt links. Ja. Jetzt. Rollen. Ja. Nochmal rollen. Nichts. Ich sehe gar nichts. Renn weiter. Wohin? Wo lang? Drück mal X ein paar Mal. Du musst dich heilen. Jetzt roll schnell. Jetzt links. Links wo? Um die Kante. Wohin links? Ja, jetzt bist du tot. Du siehst so scheiße aus. Ich sehe gar nichts. Wie lange muss man die tragen? Ich erkenne ja nicht mal mehr, was du jetzt machst. Okay, wir müssen wieder rollen. Ich kann die auch mit offenem Visier tragen. Nee, wir können es ja machen, aber warte, wo ist der? Warte, ich habe jetzt Timer für dich gestellt. Das ist dein Timer, das ist mein Timer. So. Okay, wo ist der? Ich versuche jetzt durchzurennen. Ah nee, wir müssen ja bestrafen. Ja. Okay, ich kann es nicht lesen. Das ist unmöglich. Und geht wieder los! Also, ich halte es mir vor, wenn ich es mir ganz nah vor das Gesicht halte, erkenne ich es. Ja.
erkennen die Zahl auf mich. Auch geil. Damit bist du auf der Bühne gestanden. Ja. 17. Warte. Ich muss es gegen das Licht halten. 17. Für den Rest der Folge. Nein. Den Rotaugenring tragen. Rotaugenring? Das ist der, dass man ultra wenig Leben hat. Was? Aber mehr Schaden macht. Ja, ist aber die. Ja, ist die 17. Ach du Scheiße. Warum bist du damit auf die Bühne gegangen? Was? Ich fand's lustig. Okay. So, warte. Okay, also ist im Grunde so, als würdest du. Jetzt würde ich dich nicht beim Spielen sehen. Warte mal, ich. Wo ist mein Handy? Ah, ja. Achso, das ist dein Timer. Okay, die Face-App erkennt mich nicht. So, warte mal. Ja, also ich kann dir sagen, wie lange du noch musst. 8 Minuten 30. Ja. So, Rotaugenring. Warte mal. Oder verwechsel ich das gerade? Heißt der hier anders? Also hier ist der rote Tränensteinring. Verbessert Angriff beim niedrigen TP. Der ist 100 Pro gemeint. Okay. Nee, das kann nicht sein. Aber nein. Rotaugenring, hast du den denn überhaupt? Ja, eigentlich. Eigentlich schon? Das wäre jetzt natürlich, da müssen wir uns eine neue Strafe ausdenken. Dann muss ich dir ein rotes Auge boxen. Warte mal, ich google den kurz. Okay, es ist halt einfach. Ist halt auch echt warm unterm Helm. Never sieht das so aus, wenn man. Also ich kann doch wenigstens die Straße erkennen, wenn ich im Rausch bin. Also nicht immer. Nicht das immer? Das ist ja schon wirklich so, ich kotze im Strahl und zwar über Stunden. Ja. Das ist so, wenn ich. Ja. Ich bin mal an der Bushaltestelle in meiner eigenen Kotze eingeschlafen. Und ich glaube, da sah es so aus. Aber das ist ja kurz vor Blutvergiftung. So, wie hieß der? Rotaugenring. Ja, doch, den gibt es. Sold by Ach ja! Muss ich bei der Katze kaufen. Bei der Katze? Ja, in Majula. Ah ja. Ja, machen wir. Wir haben ja das Geld. Ich erkenne nichts. Ich versuche jetzt einfach mal so nah ranzugehen, dass ich was erkenne. Ja, ja, ich mach das. Also das ist dann so nur noch eine Bewegung wahrnehmen und dann ausweichen. Ja, ja, ja. Also wenn ich. Also gegen Bosse geht es, weil die halt richtig groß sind auf dem Bildschirm. Ja, also und wobei jetzt gerade in diesem graubraunen oder in diesem rötlichen verschwimmt halt auch die graubraunen Gegner. Warte mal, wenn ich hier vielleicht das Licht versuche. Ist doch eine tolle Erfahrung auch mal. Ja, also endlich also weiß ich. Also man ist ja auch so ein bisschen Bildungschannel hier. Ja, 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 klar. Ich finde, nirgendwo werde ich so gut gebildet wie bei Hand of Blood. Ja, danke. Man sollte dich in der Schule spielen. Heute mal kein Mathe. Stattdessen drei geile, schäbige Scheißspiele. Dann haben wir schon mal die Zahl 3 abgehakt. So. Da ist er. Von Feinden leichter entdeckt werden. Das macht der, genau, stimmt. Ah. Der baitet alle. Ja, aber wir wollen die ja. Wir wollen die Aggro wird getriggert. Die sollen ja kommen. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das geht, aber gut. So. Die Strategie mit dem Durchrennen, die haben wir wahrscheinlich auf Eis gelegt, würde ich sagen, oder? Ich würde das jetzt nochmal probieren. Achso, okay. Aber ich hätte die jetzt als gefailed und war ein dummer Vorschlag abgehakt, aber gut. Warte mal, was ist, wenn ich mich jetzt hinter ihn teleportiere? Bin ich dumm? An das alte Feuer, weil es ging ja nur... Ja, probier. Ja, dumm. Ultra dumm. Aber vielleicht ist das dann zu... Nee, kann nicht sein. Probier mal. Ja. Bist du jetzt hinter ihm? Nee, ich kann da nicht durch. Aha. Ist einfach eine schwarze Wand. Aber ich kann hier runterhüpfen und dann bin ich vielleicht näher dran. Okay, ich sehe leider... Nee, not really. Man skippt halt die erste Halle. Ja gut, nee, das ist nicht worth, glaube ich. Ja, nee. Schade, Mann. Aber du kannst nicht durchlaufen. Wie kacke das gemacht. Also wenn du die erste Halle skippst, dann... Doch, doch. Ich probiere jetzt einmal durchzulaufen. Okay, hau rein. So, welche Ringe? Ist für den Boss alles ready? Ja, das ist wirklich... Es ist Katastrophe. Es ist wirklich einfach nur eine Katastrophe. Ich glaube, wenn ich so sitze... Ja. Ich wusste, dass... Ey, so erkenne ich auf jeden Fall ein bisschen mehr.
Das Ding ist, man regeneriert halt auch keine Ausdauer, Mann. Es ist so... Eigentlich müsste ich mir... Er rennt einfach schneller als ich. Eigentlich müsste man sich... für das Durchrennen... den Schild ausrüsten. Okay, ja. Ich sehe... Ja, hä, ich werde invaded? Was, warum? Geht doch weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Von wem? Von Dennis? Ich bin fast durch. Aber dann ist ja die. Dann kannst du nicht durch die Tür durch, glaube ich, wenn du invaded bist, oder? Naja, von der KI. Doch, ich bin durch! Okay. Hä, der interruptet mich! Was, ich bin warum? Tot! Warum? Hä, das geht doch gar nicht bei Dark Souls-Spielen. Wer hat dich interruptet? Der Invader? Nein, ich war in der Animation, um durch die Wand zu gehen. Ja, das geht doch gar nicht. Und dann hat er mich abgestochen das von hinten. Das geht doch in Dark Souls-Spielen nicht. Okay. Oh, naja, drehen wir nochmal. Okay, alles klar. Los. Ah, das sieht so kacke auf der Nase. Ich versuche das zu lesen. Ich sag dir, was das Ergebnis ist. Ich sehe eine 8. 8. Ah. Mensch. Ein random Rüstungsteil ablegen, Klammern 1 bis 10 Würfel, ist in der Box. Das heißt, du würfelst jetzt. Ja. Und dann sagt dir die Zahl an, ob du zum genau. Beispiel... Genau, hier ist der Würfel. Ja, aber dann Light Rollst du. Und kannst eine Sprungattacke endlich ausführen. Siehst doch mal positiv. Es gibt keine Light Roll. So. 6. 6. Was das musst du dann ablegen? Genau, also 1, 2, 3, so hatte ich immer gezählt. 4, 5, 6. Den besten Ring. Der erhöht meine Ausdauer, mein Leben und meine Belastung. Ja. Jetzt bin ich auch über 70%, das heißt, ich muss noch was ablegen. Ich finde die Brille belastend auf jeden Fall. Ich lege den Bogen ab. Perfekt. Perfekt. So, genau, das Ding ist, wenn ich ja drin bin beim Schmelter-Demon, Digga, dann gebe ich dir sofort den Controller, okay. Ne? Wie lange habe ich... Warte mal. Das heißt, ich darf erst durchgehen, wenn ich diesem Bogenschützen da einmal gedodged bin. Aber die sind mir ja alle im Nacken. Du willst jetzt... Also, eigentlich hat es ja fast gedauert. Bist du ja fast durchgekommen. Ja, ja, eigentlich hätte es geklappt. Die Frage ist, ob man am Ende noch ein bisschen feintunen kann, dass der einen nicht interruptet. Aber allein, dass der einen interrupten kann, ist halt kriminell. Also ich habe, in Elden Ring können die zum Teil durch Wände durchschlagen. Also durch die Fogwall, aber dass dich einer in der Animation stört, also kannst ja, du... Jetzt war ja auch vorhin beim auf die Treppe klettern und so, Leiter. Aber, also ja, Leiter war aber immer schon so, aber zum Beispiel eine Tür öffnen oder jetzt durch die Fogwall gehen. Ja, das war's. Ja, gut. Ich glaube, ich muss das... Ich hab gar nicht umgeschaltet. Leute, ich bin in der Lava. So. Oh Mann. Okay, der Run war eher peinlich. Gut, dass ihn die Leute nicht gesehen haben. Oh, ja, ich hab das Gefühl, wirklich betrunken zu sein. 17 schon wieder. Was war das? Das ist der Fall, die falsche Liste. Ich sehe. 17 war für den Rest der Folge. Ja, dann nochmal Augenring tragen. Oh, du darfst abziehen. Oh, schade. Oh, ich habe das Gefühl, viel kleiner gewesen zu sein. Ja, als würde ich unter, als würde ich tiefer. Ja, die Perspektive verrutscht. So, was haben wir? 4. Das hatten wir auch. Du bist gestorben auf Eurythmie mit Eurythmie-Kleid. Ja, das haben wir aber umgeändert auf, ich muss jetzt tanzen, den Namen von dem, was mich gekillt hat, also Lava. Lava hat dich gekillt, okay. Ja. Wie tanzt man das Wort Lava? Zeige ich dir. Oh, scheiße. Alter, dass du das überhaupt kannst. Ja, also je nach ist man immer bedient, aber... Ah, jetzt darf ich den Helm abnehmen, Mensch. Das ist ein Eurythmie-Kleid? Ein Eurythmie-Kittel. Ah, interessant. Genau. Habe ich auch in der, ich glaube, 6. oder 7. Klasse eins selbst genäht. Also man näht dann irgendwann sein eigenes. Ja, so an der Nähmaschine, aber ohne Strom, sondern mit Treten. Nähmaschine hier unten, da. So. Why? Warum macht man das? Damit man das Handwerk lernt oder so. Also, ich performe jetzt Lava. Ist schon... Ja, ja. War es das jetzt schon? Nein. L? A? Kann man auch so machen, wie man möchte. Dann kannst du einen kleinen machen. Kann sich aussuchen, die Buchstaben. Genau. Dann
Naja, nee, aber ob es jetzt so oder so, das gilt beides. Das ist was völlig Unterschiedliches. Also nein, es geht einfach nur. Nein! Also jetzt lass mich mal. L. A. V weiß ich nicht mehr, ich glaube so. Aber vielleicht auch so. A. Also macht das nein. Nicht Sinn. So, das war's. Das war's schon. Ja. Mach nochmal. Soll ich mal David Heim machen? Ich glaube nicht. Okay, dann können wir jetzt weitermachen. Okay, schön. Also, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja? Ich würde es nochmal mit dem Durchrennen probieren. Ich würde es nochmal. Weil ab jetzt einen normalen Try da nochmal. Das ist Quatsch. Okay. So, wir haben nur noch drei Ringe. Beziehungsweise eigentlich nur noch den Chlorantie-Ring. Der macht die Traglast höher. Ne? Ausdauerregeneration. Ah. Den Traglast-Ding mussten wir schon. Hau rein. Los, Mann, lauf. Warum, vor allem, warum glüht dein Hinterkopf so? Das ist der Rotaugenring, der hier alle pullt. Ah. Das Ding ist, wenn man von Eldenring kommt parallel, diese Marikas Schreine oder wie die heißen, ne? Mhm. Dass man immer beim Boss respawnt, die fängt man an so zu lieben. Das ist jetzt das Problem. Okay. So, ciao. Komm, lauf. Sprung. Sehr gut. Man kann nicht springen. Dodge des Jahres, würde ich sagen. So, den muss ich jetzt einmal das dodgen. War noch die Sprungattacke. Dodge. Und jetzt kann ich durch. Was zur Hölle? Warum? Das gibt's doch nicht. Ja gut, also die Reinlauftaktik ist auf jeden Fall der absolute Scheiß. Du bist ja wirklich das schlechteste Dark Souls-Spiel. Ja, war ein Kack-Try. Sorry, Leute. Also, ich okay, bin auch heute ein bisschen nervös, weil David da ist. Ja, lass uns noch einmal. Schaffen wir das noch einmal? Wir machen es einfach. Ja. Vielleicht ein bisschen länger. Aber David muss jetzt einmal gegen ihn kämpfen. Ich boxe mich da. Achso. Man wird doch immer. Ne, am Anfang noch ja, so. Ha, es geht alte, wieder los! Und dann so nach dem achten Mal. Der alten Zeiten wegen. Jo, 12. Aktiviere für den Rest der Folge den schweren Eid. Was macht der nochmal? Noch eine New Game Plus One Stufe oben drauf. Oh nein. Kannst du überhaupt? Ja klar. Ich muss da jetzt kurz hin, aktiviere den. Aber der ist zum Glück in Majula. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was da die Taktik ist, die Strategie war. Das heißt, die ganze Welt wird jetzt ein. Genau, alle respawnen ewig. Also in Dark Souls 2 ist ja so, wenn du 10-mal etwas killst, respawnen ja, die nicht mehr. Ja. Wenn du Asketenleuchtfeuer verbrennst, respawnen die in einem Gebiet unendlich oder wenn du einen schweren Eid hast. Und alles ist halt so in etwa wie New Game Plus One. Also ist es nicht, aber die machen genauso viel mehr Schaden und du hältst weniger aus, wie als wäre es New Game Plus ja. One oder man wie auch immer. Kannst du den Eid rückgängig machen? Oder musst ja, man kann den einfach wieder ablegen. Und wenn man während des Eids, also es ist so ein PvE-Eid, wenn man da Leute killt, kriegt man so Ehrsteine von Ehre, nicht, ne? Und die kann man dann abgeben, 25 Stück, und dann kriegt man einen Ring. Ja. Mhm. Oh lol, guck dir das an! Wir sind so dumm! Ich, sorry. Hi Leute. Das passiert mir, ja, ist gerade echt viel los. Ja. Ey, aber ey, wir leben auch in Zeiten der Krise. Der Krise und es ist viel los. Ne? Ach scheiße, ich muss mein Schild ausrüsten. Ich höre den Steppen. Ich glaube, du bist schneller, wenn du. Komm, mach ihn weg. Okay, mach. Oh mein okay. Gott, wie viel Schaden machen die? Ich lasse sie einmal. Ich brauche das Schild. So, so weit komme ich nicht nach, ne? Dank deines Rotaugenrings. Ach ja, Alter, was? Komm, rein ins Gesicht. Ey, aber das ist deine One-Hit-Attacke, die sitzt halt auch nicht. Was wäre jetzt fast gewesen? Boah. Alter Schwede, Knabe. Ja, was hältst du von diesem Format bis jetzt? Ich verstehe es nicht. Also, gar wirklich. Ich verstehe gar nichts daran, aber ey, wenn es Freude bereitet, warum nicht? Man muss ja sagen, ist jetzt schon auch provoziert, die ganze Scheiße mit dem Smelter. Also normalerweise spiele ich ja hier auch so, dass ich wirklich nicht sterbe. Ja? Also super safe und also sehr analytisch und versuche direkt alles zu scannen und durchrennen ist also hier ist gerade absoluter YOLO-Mode. Nee, ich renne nie irgendwo durch, weil
Ey, ist ja komplett used. Was machen wir hier? Ist ja komplett hingeschissen. Ja, wenn ich dann erst bei Dark Souls in jeder Folge dabei bin, beim dritten Teil. Da können wir dann mal... Bei Bloodborne. Ja, da weiß ich noch nicht, ob ich das spiele. Warum? Weiß ich nicht, weil es halt einfach... Ja. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich dieses Format, so wie das jetzt ist, so wirklich sehr harte Bestrafung, reißt dann auch mal gut raus und so weiter, ob ich das so in der Art nur mit den Dark Souls-Teilen mache. Weil mich würde auch interessieren, wie es ist, wenn ich dann mal die anderen Teile halbwegs humaner spiele oder... Ja. Oder abgeschwächt, so zum Beispiel nur Ingame-Bestrafung, so. Ja, aber ich fände zum Beispiel bei Bloodborne, ne, wenn das Blut schon im Namen ist, das könnte ja zum Beispiel als Bestrafung, dass du ein Liter Blut spenden musst. Wenn oder du trinken, Schweineblut. Oder so, ja. Du musst das Schwein vor der Kamera abstechen. Ja. Aus Blut, ja. Ah, Leute, leider wieder gestorben. Ja, da muss noch eins sterben. Alter. Das wäre, ja, wäre auch ein spezielles Format. Meinst du, es würde gelb werden? Ich denke mal, A, es würde die Werbekunden anlocken, ganz klar. Aus der Fleischindustrie? Sicherlich, gar. Junge, was mache ich hier mit meinem Leben? Rügenwalder Mühlen, wo ist jetzt mit Hand of Blood auf jeder Packung? Es gibt doch diese Gesichterwurst, da könnte dein Gesicht dann drauf sein auf der Wurst. Diese Bärchenwurst. Bärchenwurst, genau. Die Höppchenwurst wäre doch irgendwie so. Was sagst du dazu? Ja, guter Vorschlag. Hand of Schmand. Mama, was gibt's heute? Den Schmand von Hand of Blood aufs Brot. Über Monate wurde dieses Schmand. Weiße Zeug, was ich, wenn du trockenen Mund hast. Wenn ich lache. Das wurde so gesammelt. Und gehärtet. Ja, schön. Ich sehe. Also meldet euch, wenn ihr in der Fleischindustrie arbeitet und gerne mit. Unbedingt. Hand of Blood. Bloodborne. Und Sekiro dann auch nicht? Sekiro habe ich halt krass Respekt vor, ne? Ja, ich habe es abgebrochen. Ich fand es schwer. Echt, ja? Mhm. Aber findest du Elden Ring schwerer? Elden Ring ist viel leichter. Okay. Ja, krass. Ey, da kommt ja immer noch ein Dritter. Wo ist der jetzt? Ja, der kommt heute gar nicht. Ich glaube, der hat sich krank schreiben lassen. Na gut. Er gibt halt, weißt du, wenn du den ganzen Tag laber, kriegst du ja auch mal durch die Nase, weiß ich nicht. Und wenn die schon drei Schläge einfangen, weil dann sitzt ja am Smelter-Demon wirklich eine ganze Weile. Sag mal, ist hier irgendwas falsch? Jetzt kommt er! Der. Ist der Ton gut denn? Wie bitte? Wird der Ton nicht aufgenommen? Doch, alles aber gut, ich hör dich auch gar nicht. Ja, es ist sehr leise irgendwie. Warte mal, wir können das mal so machen. Und dann... So? Bisschen ja. Besser? Ja, jetzt höre ich dich auf jeden Fall besser. Okay. Ja, machen wir mal weiter. Du, dann jetzt durchlaufen? Nee, ne? Nee, weil die interrupten einen halt. Deshalb würden sie dann einfach nicht interrupten, wäre ja alles gut. Wäre entspannt. Ja, aber es sind ja jetzt nur noch die beiden, dann die beiden. Okay, der eine. Dann gib ihm. Der weiß ja nicht, mit wem was zu tun hat. Oh mein Gott! Was war das denn? Ein Pfeil! Wir haben hier New Game Plus 2 gerade quasi. Ja, stimmt, du hast ja den schwarzen Eid auch noch reingehauen. Den schweren. Schweren. Schweren schwarzen Eid. Gut. Hä? Ja, von Arnold, der Alt. Der schwere Schwarzenegger-Alt. Ich will gerade Dings sparen. Du musst ja gleich ran. Mach dich schon mal mental drauf. Ach, ich soll ran? Na klar, wir sind ja immer noch dran und, ne? Klar, ich kläre dir hier nur die Scheiße. Ich denke, es wird ein One-Hit. Guck mal, da ist jetzt auch jemand wieder in die Lava gefallen. Ich glaube, es war der Dom. Bogen. Warum gehst du hier eigentlich runter? Du musst naja, weil ich den Bogenschützen klären muss und den Typen da drunter. Aber der unten drunter, der erreicht dich doch niemals in der Zeit. Das Problem ist einfach, den kann ich nicht im Nahkampf machen, weil der da hinter mir schießt mir in den Rücken. Und wenn du es mit einer Sprungattacke versuchst? Ja. Also weil von hier bis darüber kommst du auf jeden Fall. Ich bin Dark Souls 2 Profi, ich weiß Bescheid. Stimmt, hier wir rüberspringen. Der Typ ist losgelaufen. Dreh dich um. Habe ich jetzt, weil wir nur rumwitzeln, gar nicht... Aber gut aufgepasst. Ja, aber guck mal, da erkennst du den Medienprofi von vorgestern.
ich habe das halt voll im Blut. Ne? Ich kann zocken und gleichzeitig Commentary. Reden. Du bist halt Let's Play-Profi auch. Ey, weißt du noch, ich habe ja damals League of Legends einmal auch gecastet. Spandauer und Fernsehen. Ja, und du hast in deinem Video auch mal League of Legends, ich glaube so für 10 Sekunden Let's Played. Mhm. In deinem Setting. Damals noch, ey. Bei Freaks. Gute alte Zeiten. So. Wie machen wir es am schlauesten? Ja, müssen wieder hier. Aber die beiden musst du doch gar nicht machen hier, ne? Die da rauskommen. Doch. Warum? Ich komme anders nicht zurück. Ach so. Ich glaube, ich werde es auch eh nicht schaffen. Na komm, mach. Es ist so scheiße. Was macht der Hebel da? Der macht da die Brücke. Der macht da die Brücke. Ja. So, jetzt kommt raus, Jungs. Brücke sehen und sterben, sag ich ja immer. Könnt ihr nicht in die Lava jetzt einfach hopsen? Das wäre doch auch mal echt fair, oder? Genau, schieß ihm noch einen rein. Komm, ja, komm ran. So schaffen wir es, David. Ja, das dauert nur etwa 48. Also 679 Pfeile hast du ja noch. Eben. Jetzt weißt du auch, warum ich die hab. Aber wäre das eine Taktik für den Smater-Demon vielleicht? Den hier rauslocken und dann. Komm hier! Und dann sagt die Community, endlich hast du ihn auch fair besiegt. Ja, alleine, ohne Beschwörung. Kannst du ja auch echt nicht jetzt. Das Ding ist, ich schäme mich aber auch nicht mehr. Nee. Weil nach der 8. Klammer und der 80. Peitsche ist mir das auch alles egal. Fallattacke? Komm, mach mal wenigstens eine Fallattacke. Sei ein... Die knüppeln mich... Wir wollen doch wenigstens mal einen Schmelde. Komm. Komm, mach, Max, mach, komm. Komm, mach. Schön. So. Machen wir aus, oder? Ja. Ja, schön, dass du da warst, ja, David. Ja. Großen gerne. Spaß gemacht. Wie gesagt, bei Dark Souls 3 dann gerne immer. Bei Dark Souls 2 ja auch. Gerne auch. Also bin nächstes Mal wieder da. Hm. Wenn ich nicht da sein sollte, dann fang schon mal ohne mich an. Ja. Ich wünsche dir einen guten Heimweg, ein schmackhaftes Eis. Ja. Und ich weiß, direkt wenn du zu Hause bist, wirst du erstmal Dark Souls 2 installieren. Ich werde, ja. Mach nicht so viel. Mach nicht. Ja. Mach mal nicht. Tschüssi.